Herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Nee. Was war das denn noch? Ja, ach ja, back zu dem neuen, zu meinem Projekt Back to the Future. Ja gut. Warum muss das jetzt gerade längen? Ach so blöd. Egal. Eigentlich wollte ich Gustav haben. Weil ich gerade aus dem Hintergrund installiere und wenn es funktioniert, werde ich das vielleicht auch aufnehmen, aber versprechen kann man nichts. Sowas kann man leider nie versprechen. Deswegen leckt es, glaube ich, auch. Vorher wieder alles umstellen. Also in diesem Video werde ich noch Ankündigungen machen. Ich nehme es an dem heutigen Tag auf, nehme ich es wirklich noch hochzuladen. Ist egal. Es wird so sein, dass ich an meinen Wochentagen, also Samstag und Sonntag, ein Video hochzuladen. Ja. Weil da kann ich das halt alles. Und ja. Wenn ich schon die ganze Woche über kein Video hochladen kann. Und wahrscheinlich war ich gerade wieder ein bisschen zu leise. Dafür entschuldige ich mich, dass ich dann einfach mal am Wochenende die Videos hochlade. Zumal in der Woche habe ich vielleicht mal Zeit, die Folgen vorproduzieren, am nächsten Tag schneiden und dann am Wochenende hochzuladen. Ja, mehr Zeit habe ich dafür eigentlich nicht, weil ich muss ja noch die Videobeschreibung machen. Thumbnails muss ich auch noch alle erstellen und was weiß ich nicht noch alles. Wir können ja eigentlich schon mal. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier.
jedes Wochenende schaffe es, 2 Videos hochzuladen. Dieses Video muss ich ja auch noch schneiden und hochladen. Das schaffe ich sonntags lustigerweise immer in einem Rutsch. Nee, da kann ich jetzt nicht gucken. Würde ich gerne, kann ich aber nicht. Sonst habe ich wieder die Gefahr, dass mein Video abschmiert. Da habe ich keine Lust gerade zu. Das jetzt runter zu drehen. Mal kurz. Ah, schon gleich viel besser. Man sollte die Tonlautstärke auch. Ja, ist da. Sollte dein Headset wieder runterdrehen. Ja, dann können wir ja eigentlich gleich nochmal auf Eisensuche gehen. Oder erstmal auf Bäume. Ne? Oder wir gehen jetzt. Also die Erde legen wir weg natürlich. Gehen da hinten hin. Vielleicht ist da ja Eisen. Ein bisschen vom Spawn weg. Übrigens, ich glaube in der letzten Folge oder so habe ich gesagt gehabt, dass ich alle 10 Folgen wechseln werde, die Version. Aber dann ist mir eingefallen, nee, das würde extremst lange dauern, bis wir in der 1.18, da wird sie, und die 1.9 kommt ja auf, wird sicherlich auch demnächst rauskommen, und da ich nicht, es ist nicht so, als hätte ich keine Lust, nein. Also das Projekt wird, wenn wir in der neuesten Version vielleicht noch weiterlaufen oder eine neue Version rauskommt, auch weitergehen. Oder wir werden auch dann in den Snapshots dann eben halt weiterspielen. Die Welt dann immer mit dem Snapshot weiter erweitern und alles Mögliche. Und, oh, aua. Das weiß ich noch nicht ganz genau, aber ich werde mal so formulieren. Es wird schon extrem lange dauern, wenn wir alle 10 Folgen eine Version hochgehen. Weil es kann ja, als das Spiel rauskam, kann es ja auch sein, dass manchmal kamen, glaube ich, sogar zwei Updates innerhalb 3 Tage oder so. Und wenn man dann davor vorab aufgenommen hat, hat man natürlich ein paar Versionen übersprungen, und daher werde ich das jetzt, glaube ich, so machen, dass alle 5 Folgen, und wenn das die 6. ist, tut es mir leid, dann werde ich halt in der 7., 8., 9., 10. Folgen die Version erhöhen und in der 11. dann wieder eine neue und immer so weiter. Es erscheint mir einfach logischer, die einfach die Version alle 5 Folgen, und wir werden ja sicherlich auch ein bisschen die Welt erkunden wollen, und wenn wir natürlich dann immer alle 10 Folgen nur können, dann
sind wir irgendwann an einem Punkt angekommen, wir kommen nicht mehr weit genug weg und um neue Gefilde zu erkunden, da müssten wir auch neue Dinger und alles Mögliche. Und das wäre hier auch extremst nice zu bauen. Da sind Höhlen. Nicht gerade wenig. So, sollten wir ein bisschen leiser sein. Ich habe keine Ahnung, wer hier nachher uns noch alles hört. Ich habe keinen sehr großen Bedarf daran an Besuch. Denn es ist meine Welt. Also nicht nur alleine meine, sondern auch mit eurer. Vielleicht werde ich diese Welt irgendwann mal veröffentlichen, weiß ich noch nicht. So klar. Könnt ihr da selber mal weiter dran rumspielen und bauen, wie ihr lustig seid. Ja. Mal gucken. Wird hier in der Videobeschreibung stehen. Aber so viel zum Thema nicht zu weit herausplanen, ne? Bevor ich dann irgendwann keine Lust mehr habe und das dann vergesse und habe ich dann alle paar Folgen dann stehen. Dann steht da irgendwann alle paar Folgen unter mein Video. Lasse HD, wann lädst du denn? Wann veröffentlichst du denn die Welt? Ich will unbedingt das selber spielen. Das Lustige ist ja, wenn es wird mit den normalen Welten gespeist und ich weiß nicht, wie ich die da rausfiltern soll aus dem Ordner. Und ich habe ein paar Welten, ne? Und nicht gerade wenig, also das könnte sein, dass es ein bisschen, dass ich erstmal die Version erhöhen muss und um das dann irgendwann herauszufinden. Und warum finden wir hier kein Eisen? Warum? Warum finden wir hier einfach kein Eisen? Das kann nicht euer Ernst sein. Oder gibt es Eisen noch nicht? Natürlich blöd, wenn es hier noch kein Eisen gäbe, ne? Es gibt ja noch keine Befehle, um das herauszufinden, ne? Das kommt ja auch noch. Dann wollen wir mal ganz kurz unsere neue Werkzeuge machen. Irgendwie kocht. Es riecht so lecker. Keine Ahnung. Tada, wir haben ein neues Schwert. So, das geht jetzt nicht so schnell kaputt. Eigentlich wäre es schöner, ein Eisenschwert zu haben, ne? Aber wenn man kein Eisen findet, kann man da auch nichts damit machen, ne? Ich stehe in die Welt ein bisschen zu weit aus. Nehmen wir mal den Ton mit, wenn wir hier. Ich hoffe, es ist Ton. Können wir hier nachher noch schön Sandfarben und Terraforming betreiben. Eine richtig fette Farm bauen mit Redstone. Wie ich es auch auf meinem Server habe, der in ein paar Tagen abläuft und ich die Welt langsam helfen sollte. Das Gefühl, wir haben eine blöde Welt erwischt. Aber was soll's, ne? Es könnte es, also. Es gibt ja wahrscheinlich auch unter euch ein paar Leute, die die Back to the Future Trilogie
also die Filmserie kennt, ne? Sind halt drei Filme, glaube ich, 2 Stunden oder so, weiß ich gerade gar nicht. Ist schon länger her, als ich die gesehen habe. Und es könnte sicherlich auch ein paar unter euch geben, die das Ganze jetzt falsch verstehen könnten, weil ich den Namen. Also es gibt sicherlich auch welche, die da hier jetzt nur zufällig drauf gestoßen sind, weil die eigentlich Back to the Future gesucht haben. Und halt das darunter auftaucht und sich jetzt angucken. Und ich hoffe, was ich eigentlich sagen will, ist, der Name passt halt einfach ziemlich gut. Da kann ich nichts für und das Projekt hat ja auch erst kurz nach dem 21.10.2015 gestartet. Wer sich genau daran erinnern kann, ist das so, dass ich weiß gar nicht, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das war, aber da ist Marty McFly in die Zukunft gereist. Also wurde, ich glaube, das war, ja, Eisen! Wurde er dann, ist er dann mit in die Zukunft gereist mit Dr. Brown, glaube ich, war das. Und die waren halt im Jahre, im 21, im 1, im Jahre 2015. Am 21.10.2015 waren die halt da. Ja, und das war dann auch irgendwie, es war auch eine bekannte, es waren auch bekannte Filme, so wie Star Wars, die natürlich auch nicht, die, was natürlich auch ziemlich cool ist, die Serie. Und ja, ach du Heilige, ich habe mich eben noch beschwert. Mist, 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 Mist. Ich habe. Ja, dann kam ja irgendwie noch, kam dann ja einiges raus. Zum Beispiel bei bestimmten Spielen gab es dann so ein kleines Update, wo man dann zum Beispiel Marty McFly wie bei Jetpack Joyboy, konnte man dann halt das da so spielen. Ja. Und damit ich in der nächsten Folge auch wirklich sicher bin, wenn ich wiederkomme, ne? Weil ich keine Lust habe, dann gleich zu sterben, baue ich mich mal ganz kurz hier ein. Setze hier eine Fackel. Also bereite ich jetzt nochmal ein paar Kleinigkeiten vor, dass wir in der nächsten Folge ein bisschen schneller vorankommen. Bevor ich noch zu viel laber, ne? 8, 16, ja, mit. Wenn ich mir noch eine Kohle nehme, ist das reichen. Ich werde mich jetzt mal hier irgendwie so in die Ecke quetschen, damit, wenn ich da so bin, dass sie mich trotzdem nicht erwischen. Da kann man ziemlich gut mit einem Bogen treffen. Ein Skelett könnte mich abschießen. Bevor ich den Part noch zu lang überziehe, wünsche ich euch. Ja, gut, ich finde es schade, dass man nicht vernünftig gucken kann. Wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ja. Haut rein, tschüss. Warum, Aufnahme stoppen? Lasse HD denken.